Nee, ist doch gar nichts. Okay, ich kann da dran hoch, aber das nützt mir auch nichts, weil da nichts zum Greifen ist. Ist ja komisch. Hä? Wie kann das denn sein? Wo muss ich denn hier? Ich verstehe es nicht so ganz. Vielleicht hier dran noch? Nee, auch nicht. Hä? Okay, da sind die Truhen, aber man kommt von keiner Seite dahin. Das macht irgendwie keinen Sinn. Spiel, was willst du mir damit sagen? Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich da hinkommen? Ich sehe nirgendwo weiße Markierungen. Ich sehe nichts, womit ich interagieren kann. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde echt gerne hin. Die Truhen sind zum Greifen nah, aber das nützt alles nichts. Ich komme da einfach nicht rauf. Und da auch nicht. Da komme ich noch hin, aber komme ich da rein? Nee, ich komme da ja nicht rein. Das ist es ja. Nee. Das wird nichts. Okay, aber wo ich jetzt hier schon sowieso unten, unten bin, versuche ich nochmal das hier, was ich eben eigentlich auch schon probiert hatte. Also schon mal probiert hatte, aber egal. Machen wir mal nochmal. Nö. Das bringt gar nichts. Mit Hilfe von Sprengladungen. Ja, was habe ich denn wohl gerade probiert? Was anderes habe ich hier nicht. Oh, Entschuldigung. Bin schon irgendwie total müde. Ich weiß noch nicht mal wovon. Oh, jetzt müssen wir leider nur wieder den ganzen Weg rauf. Och. Ach, nö. Nützt nichts. Es gibt nur diesen einen Weg, glaube ich. Also wir konnten dann da rauf und dann darüber sein. Ja. Das müsste eigentlich trotzdem der schnellste Weg sein. So. Wir haben hier wirklich noch viel, viel zu erledigen, glaube ich. Denn ich kann hier ganz viele Sachen noch nicht machen. Wie zum Beispiel das mit den Postern. Mit den Fahnen oder den Flaggen, die ich wahrscheinlich zerschneiden muss mit einem Messer. Ah, so war das nicht gedacht. Also es gibt hier auf jeden Fall genug zu tun. Und man hat viele Gründe, hier nochmal zurückzukehren. Allerdings frage ich mich natürlich auch, ob das Sinn macht. Ich kann eigentlich auch direkt hier hin. Warum habe ich das eigentlich nicht so gemacht? Ja, da wird eigentlich nichts passieren. So, da war. Klappt das? Ich versuche es einfach mal. Jo. Alles klar, es hat geklappt. Hätte auch schief gehen können. So. Ah! Na, na gut, egal. Genau, und hier waren wir ja auch. Hier, ja, ich glaube, das kann von unten gezogen werden. Ich weiß aber noch nicht, wie ich da unten hinkomme. Macht aber auch nichts. Wir gehen erstmal hier weiter, wo wir ja schon vorhin waren. Schwingen uns rüber und schauen einfach mal, was uns da erwartet.
Ja. Sieht sehr sicher aus hier. Aber die Landschaft ist wirklich, wow. So schön. Also ich könnte allein hier die Landschaft so lange betrachten. Einfach schön. Huch. Aber nicht ganz sicher hier. Aber das war es ja noch nie bei Tomb Raider. So, okay, das war schon mal geschafft. Okay, wir sind voll. Ich glaube, wir müssen echt wieder ein paar Sachen ausbauen. Denn wir sind hier langsam voll mit. Mit Sammelsachen. Da. Ich wollte schon gerade fragen, wo ist denn hier der Weg weiter? Oh. Mist, jetzt ist er weg. Da ist er noch. Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Der Kontakt zum Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Verstanden. Ich melde davor, dass er aufpassen soll. Ah, okay, er steht da noch. Aber ich habe einen guten Aussichtspunkt. Ich melde mich, wenn ich was sehe. Over und out. So. Der hat jetzt erstmal das Gespräch beendet. Ich wollte ihn eigentlich noch erwischen. Wobei das natürlich nicht so schlau gewesen wäre, ihn mitten im Gespräch zu erwischen eigentlich. Wo ist er denn? Ist er da noch irgendwo? Er ist schon noch da, aber leider können wir ihn von hier aus nicht sehen. Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Konnten wir uns auch nicht anschleichen? Das ging doch auch, ne? Aber wir machen es einfach so. Oh nein, nicht runterfallen! Nein! Ah. Ja, okay. Vielleicht hätte ich mich doch anschleichen sollen. Ich bin mir aber halt nicht sicher, ob wir da diesen Kill schon hatten oder nicht. Okay, wir sind hier und wir können da die Leiter hoch oder hier lang. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Einfach nur, weil darum, das sieht aber jetzt nicht unbedingt besser aus, wo ich lang gehe, oder? Wieso gehe ich hier überhaupt lang? Kann ich da dran? Da hinten ist irgendwie was. So. Ja. Wobei, Moment mal. Ich will jetzt nicht irgendwas verpassen. Ah! Das war knapp. Vielleicht doch erstmal hier drauf. Oh Mann, Lara! Genau das wollte ich eigentlich nicht. Das hat nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Wir warten wieder, bis er fertig ist. Ja. So. Dann bemerke uns mal nicht. Ja, er ist trotzdem runtergefallen. Aber hey, wir haben Erfahrungspunkte gekriegt. Dafür, dass wir das so schön gemacht haben. So, ich hoffe, dass wir das jetzt auch so schön machen hier. Nicht so wie vorhin. Ha, jetzt hat's geklappt. Vielleicht sind ja auch beide Wege richtig. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe nur gedacht, wir schauen uns erstmal diesen anderen Weg an. Aber ich glaube, es spielt gar keine Rolle, wo wir lang gehen. Hä? Wohin? Ich bin verwirrt. Ich sehe gar nicht. Ich
kann hier zwar hin, aber was nützt das mir? Aha. Ah, okay. Da können wir noch hin. Und das hier holen. Ja, gut. Ist ja jetzt auch nicht schlecht. Das sind ja auch Erfahrungspunkte. So, dann sind wir hier. Da müssen wir auch hin. Jetzt nicht runterfallen, bitte. Und hier rüber. Eine Kiste. Die holen wir natürlich zuerst. MP-Komponente. Sehr schön. Wo ist es denn? Ach, da ist es. Okay. Haben wir hier nichts übersehen Wichtiges? Aber ich glaube, wir haben hier alles Gold, was es hier zu holen gab. Die Kiste. Mehr haben wir zumindest auf der Karte nichts eingezeichnet. Oh nein. Leider habe ich das hier. Und das ist uncool. Ah! Ah! Moment. Erstmal muss ich das hier machen. So. Und jetzt zu dir. Rüber. So. Weil, warum nicht? Ah. Hä? Der Pfeil ist in der Luft. Ja, warum auch nicht? Ja, wo seid ihr denn? Ne? Zeigt ihr euch nicht? Ich sehe keinen von euch. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ah, da hinten. Weg. Ah, das war gut. Er hat gerade geworfen oder hat vorgehabt zu werfen. So muss das immer sein. Muss ich mir auch öfters mich dran erinnern, dass das eigentlich ein ziemlich guter Trick ist. Wenn die gerade vorhaben, ihr Zeug zu verschießen, muss ich einfach nur rechtzeitig auf die feuern. So klappt das. So kann das immer sein. Okay. Pilze haben wir. Ach so, ach, die wollte ich gar nicht mitnehmen. Das wegschmeißen, so. Weg mit der da. Scheißflasche brauchen wir nicht. Okay. Okay. Ist da denn irgendwas noch? Ah, okay. Wir können das ja schon mal verbinden. Ich meine, noch möchte ich da nicht hin. Aber später wird es wahrscheinlich der einfachste Weg zurück sein. Ja. Aber wir sind ja hier noch nicht ganz fertig in dem Gebiet. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich glaube nicht, dass das Gebiet hier schon sicher ist. Es ist hier wieder eigentlich viel zu ruhig, viel zu wenig Feinde hier. So einfach wird es doch nicht sein. Lösen sich da die Bretter ab und leuchten die auch? Okay. Ah, da ist eine Karte. Oder? Nee, eine Aufzeichnung. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind.
Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Ein Verbündeter in der Dunkelheit. Die Einheimischen wehrten sich. Und anscheinend haben sie es den Sowjeteroberern schwer gemacht. Unser Geheimnis, ja. Was ist das Geheimnis? Die Einheimischen wissen sehr viel. Die Frage ist, ob sie auch das wissen, was wir eigentlich suchen. Oder steckt vielleicht sogar noch mehr dahinter. Oder vielleicht auch gar nichts dahinter. Wieso? Naja, okay. Wir gehen einfach mal weiter. In Abgründe bin ich schon genug gefallen. Das muss gehört jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt auf zu meinen To-Dos. Denn wir sind ja schon oft genug gestorben mit Lara. So oft, dass es mir schon wirklich leid tut. Ja, okay, das hat nichts gebracht, aber ich wollte gucken, ob es vielleicht irgendwas macht. Da können wir lang und da auch. Wo müssen wir genau hin? Okay. Was ist das hier eigentlich? Ein Schild. Hä, kommen wir wieder zurück, wo wir waren, oder? Ah, doch. Doch, 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 doch. Hier war doch die Karte, ne? Ja. Okay, dann weiter. Hier nach oben. Nein, wir wollen noch nicht zurück. Wir wollen hier weiter. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Abgefangen. Trinity weiß, dass er Informationen weitergibt. Ja, Trinity weiß ziemlich viel. Aber auch nicht alles. Ah, da könnten wir eigentlich, wenn wir denn irgendwie eine Flasche hier hätten. Lag hier irgendwo eine? Nö. Oh, und da ist noch. Ich würde da ja gerne rein, nur ich brauche irgendwas zum Anzünden. Das ist hier so umständlich. Da sind Flaschen. Moment, ich gehe mal hier nochmal runter und hol mal. Du solltest eigentlich schon auf die Leiter. So. Okay. Okay. Denn ich habe gesehen, da ist eine Flasche. Ich hoffe nur, ich kann die auch wirklich bis... Lass dich doch einfach fallen. So hoch ist das nicht. Die nehmen wir mal mit. Klettern hier wieder hoch. So. Dann müssen wir das doch eigentlich verbrennen da. Ich hoffe, dass das so klappt. Ich hoffe, dass das später irgendwie eine andere Möglichkeit noch gibt, das zu machen. Ohne, dass man immer die doofen Dosen oder Flaschen sammeln muss. Okay. Ha, das wollte ich nämlich holen. Die Pillendose eines Mannes. Verziert mit Hammer und Sichel. Das Innere ist mit Rückständen versehen und riecht stark. Irgendeine Art von Amphetaminen. Okay.
Eine Pillendose, ja. Schön. Es lohnt sich trotzdem immer wegen der Erfahrungspunkte, die Schätze zu sammeln. Aber ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus alles sammeln. So weit gehe ich dann auch nicht. Aber, naja, so. Wenn ich denke, dass es möglich ist, dann... Ach so, ich glaube, jetzt musste ich mich rüberschwingen. So, jetzt... Ah, okay, ich war zu nah am Rand. Ja. Lara, sind Sie da? Mhm. Ich komme hier nicht weg, Lara. Sie müssen nach... Okay. Oh nein. Wieder allein. Treffen Sie sich wieder mit Jacob. Aber wo ist er? Wir müssen Jacob finden. Mist. Wir sind schon drin. So, Gott will. Das wäre fast zu einfach. Lass mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Da lang. Ganz in der Nähe. Wo sind sie? Das ist die Frage. Da sehe ich ein Nest, da sehe ich noch ein Nest. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus Berlin? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus griechisch und mongolisch, glaube ich. Okay. Vorsicht, nur die Scharnier. Jetzt warten wir nicht mehr. Da, das Ding ist zugeschweißt. Das wird ein Weilchen dauern. Ich will reinschauen, bis so. Das sollte eigentlich reichen. Ich habe auch richtig abgewartet, glaube ich. Bis er das Teil benutzt hat. Das hat dann besonders schön gebrannt.